Liebe Divisch-Mitglieder, so. Und dann würdest du jetzt eigentlich was. Ach nee, ich soll ja, du sollst. Also, Take two. Liebe Divisch-Mitglieder, hast du mich gedrückt? So. Liebe Divisch-Mitglieder, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start. Das vergangene Jahr hat uns deutlich länger mit Corona und allen deren Folgen beschäftigt, als ich das am Anfang des Jahres vermutet hatte. Und trotzdem ist die digitale Wirtschaft in Schleswig-Holstein gut aufgestellt. Das ist zumindest das, was viele von euch uns zurückgemeldet haben, dass viele durch diese Krise ganz gut durchgekommen sind. Und einige haben vielleicht sogar davon profitiert, dass bestimmte Themen wie Digitalisierung, digitale Bildung und weiteres durch diese Krise enormen Schub bekommen haben. Umso mehr interessiert uns natürlich, was dieses Jahr jetzt uns noch so zu bieten hat. Ja, natürlich stand im Fokus der letzten Monate die Bundestagswahl, wo ja ganz viel Digitalisierung auch im Koalitionsvertrag enthalten ist. Und jetzt schauen wir auch gespannt auf die Landtagswahlen in diesem Jahr, die sicherlich uns 2022 gut beschäftigen werden. Und insbesondere werden wir als Divisch auch mit den Parteien in Kontakt treten, in Dialog gehen, um zu schauen, dass eure Interessen und die Positionierung der digitalen Wirtschaft dort bestmöglich abgebildet wird. Das ist eines der vielen Themen, die wir bearbeiten. Wir stehen euch natürlich wie immer als Ansprechpartner und Sparringspartner zur Verfügung und freuen uns sehr darauf, diesen Schub der Digitalisierung weiter zu nutzen, um nachher gestärkt aus dieser Krise herauszugehen. Wir wünschen euch ein gutes Jahr und freuen uns darauf, euch demnächst vielleicht auch mal wieder persönlich treffen zu können. Genau, auf mehr Präsenzveranstaltungen in diesem Jahr, mehr Netzwerken, mehr das Netzwerk leben. Bis bald. Bis bald. Ich glaube, das können wir nicht.